Sollen wir oder esst ihr jetzt noch? Nee, mach. Tobi, du bist auch fertig? Ja, sicher. So sicher bin ich mir noch nicht. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, hey, stopp, Taxi. Das war jetzt blöd. Und mit Larissa Schmitz, hallo. Hallo. Zugeschaltet heute live aus dem Westviertel unsere Radio Essen Stadtreporterin Schmitz. Genau so, von meiner Couch. Ich freue mich. Sehr schön. Hast du aufgegessen? Nee, noch nicht, aber wenn euch das nicht stört, schiebe ich mir einfach, wenn ihr wieder eure langen Reden haltet, mal zwischendurch was in den Mund. Ich finde gut, dass du zumindest geilen Spätzle mit Speck. Zumindest ihr sagt, was den Joshi quasi mitmeint und nicht nur sagt, während der Tobi wieder lange Reden hält. Ja, ich wollte dich jetzt zur Feier des Tages nicht wieder direkt alleine dissen. Das ist ja nett. Ich habe die Folgen übrigens gehört, die letzten beiden, auch trotz meiner Abwesenheit. Und habe mich, also beleidigt ist vielleicht zu viel gesagt, aber es hat mich schon tief verletzt. Ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ja immer so. Dass ihr das immer sagt, dass ich zu viel rede. Ist halt so. Ja, das ist ja ein bisschen gemein. Dafür hat Angela differenziert gesagt und es auch gemacht. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut. Das hat das ausgeglichen. Tobi, es ist nie so gemein gemeint, wie es bei dir rüberkommt. Ja, das sagt ihr immer. Es ist meistens noch gemeiner gemeint. Ja. Naja, auf jeden Fall, schön, dass du wieder da bist, überhaupt. Ja. Das habe ich auch, falls du den letzten Podcast gehört hast, am Ende der Folge nochmal gesagt, dass ich mich doch auch schon freue, dass du wieder kommst. Ja, das stimmt. Das hat die Wunde in meinem Herzen ein bisschen wieder zusammenwachsen lassen. So, das ist doch wunderbar. Ja, es hat ja auch einen guten Grund gehabt, warum du nicht da warst. Du warst endlich mal wieder in der Kirche donnerstags. Ja. Nee, aber kann man schon sagen, ne? Also, wobei Kirche wart ihr ja, glaube ich, nicht, ne? Aber doch, auch hier in ganz kleinem Rahmen tatsächlich. Ach doch, Kirche? Ja, aber nur mit Eltern und Geschwistern. Okay. Ja, schön. Du hast aber einen guten Grund gehabt, in die Kirche zu gehen. Nicht einfach nur so. Endlich. Ja. Ich habe geheiratet. Ach so, ja? Ja. Yay. Ja, an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Wir haben dir ja schon mehrfach gratuliert und du hast ja nicht nur einfach irgendwie hier in einer kleinen Kapelle geheiratet, sondern fett Gas gegeben. Ja, fett Gas gegeben. Ja. Also wir haben im Urlaub doch geheiratet. Doch schon, ja. Also es war ein langer Weg bis zu diesem Altar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir mussten fliegen. Wir haben in Las Vegas geheiratet. Ja. Zu zweit tatsächlich, aber auch nur, weil mehr nicht ging. Wir haben das insgesamt jetzt seit ungefähr 2 Jahren haben wir das immer wieder verschoben. Mhm. Wir hatten, ich glaube, 7 unterschiedliche Termine in verschiedenen Ländern auch zum Teil. Der Las Vegas-Plan war der erste. Dann mussten wir ganz oft irgendwie das verschieben wegen Einreisebeschränkungen und so weiter. Und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich den Zeitraum abgepasst, der so gerade irgendwie ging. Mhm. Weil jetzt fangen die Staaten ja auch schon wieder an, irgendwie so ein bisschen runterzufahren mit erst in Quarantäne, wenn man einreist und so. Und ja, jetzt sind wir sehr froh, dass wir es geschafft haben tatsächlich. Ja, also Tobi endlich und ich sind verheiratet. Ja. Ja, genau. Ja, schön. Schade, dass du jetzt vergeben bist. Ja, für viele. Ja, ist das für mich. Die ganzen Singles, die wir beim Podcast hören, die ganzen Damen und Herren, seid nicht traurig, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund mehr, hier den Podcast mit dir weiterzuführen. Das war anderthalb, nicht, wie lange? 2 Jahre lang der Versuch, mich an dich ranzumachen, aber es hat wohl nicht funktioniert. Schade an dir. Ja. Aber rein also, platonisch. Ja. Oder was heißt eigentlich platonisch? Platonisch? Ist sowas. Also rein freundschaftlich, nicht sexuell. Okay. Ja. Ne, dann meine ich das also nicht. Ja, doch. Ja, Steve, aber schön. Mal kurz voll gelangweilt. Ja. Was richtig merkwürdig ist, quasi die Kamera, mit der ich euch jetzt sehe, die ist irgendwie hinter dem Bildschirm, sodass ihr quasi auf den Bildschirm guckt und mich aber nicht an dabei. Ne? Ja, das stimmt. Jetzt guckst du mich an quasi gerade, Tobi, als du gerade hochgeguckt hast. Ja, so. Ich kann dich die ganze Zeit angucken. Da fühlt man sich so ein komischer, keine Ahnung, so wie im Publikum und ihr seid da auf so einer Bühne oder so. Nein, du bist auch auf der Bühne, Larissa. Okay, will ich auch hoffen. Ja, gut, dann gratulieren wir dir noch mal herzlich. Ja. Und dann können wir direkt eigentlich einen super Übergang zum nächsten Thema machen. Corona. Nee, Schrott. Ah, okay. Ja, das war jetzt keine geschickte Überleitung, aber
Nein, wir haben vorhin schon gescherzelt, bevor ich das vergesse. Scherzeln ist eigentlich blöd in dem Zusammenhang, aber die Moornixe, mhm, ne, das Schiff, was bei dem Hochwasser untergegangen ist, das ist das erste Ausflugsschiff auf dem Baldeneysee damals, was ja jetzt geborgen wurde vor wenigen Wochen. Aus dem Wasser mit viel Aufwand und Tamtam. Viel Geld auch. Viel Geld. Und da war ja die Hoffnung bei dem Besitzer, dass man das irgendwie retten könne. Und jetzt stellt sich heraus, nö, dem ist nicht so. Nee, Schaden ist offenbar zu groß. Also der ganze Rumpf ist verzogen und der Motor ist wohl Schrott. Mhm. Und das kriegt er finanziell und vom Aufwand her nicht gestemmt, sagt der Besitzer. Mhm. Ja, jetzt hat er aber auch gesagt, er will das nicht einfach verschrotten. Mhm. Ne, sondern er versucht da irgendwie Möglichkeiten zu finden, das anders zu verwerten, dieses Schiff. Und ab jetzt fängt ein Fenster an hier in diesem Podcast, das nur für Leute ist, die auf schwarzen Humor stehen. Nein, aber wir haben schon gesagt, was könnte man denn damit alles machen? Es haben uns auch Leute ja geschrieben sogar. Es haben uns sogar Leute geschrieben. Ja. Ohne, dass wir dazu aufgerufen hätten. Genau. Man könnte da so ein Spielschiff draus machen zum Beispiel. Ne, auf dem Spielplatz. Vielleicht vorher nochmal die scharfen Kanten einmal abschleifen. Vielleicht müsste man da auch noch, also ich glaube, um das wieder hinzukriegen als Schiff, so grob über den Daumen, 1 Million ungefähr, hat der Besitzer gesagt, könnte sein. Könnte man schlecht komplett ausrechnen, aber so ungefähr 1 Million müsste man planen. Ich glaube, wenn man dann einen Spielplatz draus machen will, kann man nochmal eine oben drauflegen. Mhm. Bin nicht sicher, ob der Hörer, der uns das geschrieben hat, das auf dem Zettel hatte. Ja. Vielleicht hat er aber auch das Geld zu Hause in der Schublade. Ja. Also ich bin dafür, dass das einfach ein Ausflugsfloß jetzt wird, weil ich meine, so die Platte unten, die gab es ja noch. Und dann brauchst du ja nicht mehr viel machen, musst nur den anderen Kram runterkehren. Und dann fertig. Ich biete das der Weißen Flotte mal bei Gelegenheit an. Ja. So ein Paddel kriegt man auch günstig. Ja. Ich habe ja auch überlegt, lassen Sie doch einfach sparen. Wir haben es in Gedanken. Wir können vielleicht irgendwie ein Stück davon noch bewahren als Andenken und den Rest erledigen die Kollegen. Ja, also. Weißt du, was richtig geil ist? Nee, weiß ich nicht. Dass egal, wo man ist in Deutschland, glaube ich, dass man diese Melodie immer mit so einem Schrottsammler-Auto identifiziert. Ich glaube, die gibt es nur da. Ja, das glaube ich auch. Keinem anderen ich muss aber sagen, bei mir entwickelt sich direkt so ein kleines Hassgefühl, muss ich sagen, wenn die Musik aufkommt, weil die meistens kommt, wenn man so gerade irgendwie auf der Couch eingeschlummert ist und das Fenster mal auf hatte und auf einmal dudelt der so eine halbe Stunde um deinen Block. Diese Melodie nicht mehr hören. Ja, ich habe mich auch gefragt, gibt es das wirklich in ganz Deutschland? Ja, ne? Mit der Musik auch? Also aus Siegen kenne ich es auf jeden Fall auch. Ja, okay. Ich kenne es auch aus Neuss, ja. Vielleicht auch nur in NRW. Da haben wir ja schon einen Großteil von Deutschland abgedeckt. Ja, zumindest ein Teil von NRW, ja. Ja, genau. Ja, das ist schon schade irgendwie. Jetzt schließe ich auch gerade das Fenster mit dem schwarzen Humor wieder. Ja. Ihr könnt es aber wahlweise immer auch öffnen. Nein, wir wollen ja auch nicht zu viele Scherze drüber machen, weil es irgendwie auch traurig ist für den Besitzer, der da so viel Hoffnung reingesteckt hat und das ja auch viel Geschichte hat. Es ist ja jetzt nicht einfach ein normales Paddelboot, was mal 5.000 € gekostet hat und jetzt untergegangen ist, was auch schade ist, aber hängt ja jetzt schon irgendwie auch ein bisschen mehr dran, ne? Und der hat ja da auch schon Geld reingesteckt. Mhm. Wie gesagt, die Bergung war ich glaube, auch irgendwie 100.000 oder so, habe ich gelesen, ungefähr. Boah. Und klar, da hängt man ja auch irgendwie dran. Mhm. Das hat ja auch eine bewegte Geschichte, dieses Schiff, und 88 Jahre alt. Das heißt, da ist auch schon viel Arbeit und Restauration immer wieder reingeflossen. Und wenn das dann vom Hochwasser so weggeschwemmt wird und absäuft und dann nicht mehr zu retten ist hinterher, obwohl man auch da nochmal irgendwie Geld in die Hand nimmt und rein investiert und die ganze Öffentlichkeit das ja mitverfolgt hat. Also es war ja irgendwie in den Schlagzeilen auch wochenlang. Ja, das ist schon schade. Wir hatten auch tatsächlich von einer Hörerin die Idee, das einfach dann so wie es ist jetzt als Museumsstück auszustellen. Mhm. Und der Besitzer hat uns, glaube ich, selbst sogar auch geschrieben, für ihn könnte es auch so eine Art Mahnmal werden, wo man sich nochmal daran erinnert, was da passiert ist im Sommer und so was vielleicht auch schiefgelaufen ist, wenn man das Thema wieder aufmachen möchte im Sommer, nämlich mit vielleicht Warnungen, die entweder zu spät waren oder nicht. Das war ja auch eine große Diskussion. Ich finde das auch eine gute Idee. Also das einfach irgendwo hinzustellen mit so einer Tafel dabei. Ne, irgendwie, weiß nicht, wie viel der Juli das war. Hochwasser. 14. Ja, Rekordhochwasser im Ruhrgebiet, wie auch immer in Deutschland. Ja, hätte was. Auf jeden Fall. Das muss man nur hoch genug stellen, damit es nicht wieder wegschwimmt.
Das ist richtig. Wenn das nochmal passiert. Ja, lass uns noch über etwas sprechen, was mit Sicherheit auch ein Denkmal verdient hätte. Mhm. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. Ja, hört jetzt auf, beziehungsweise wurde ja offiziell verabschiedet mit dem großen Zapfenstreich. Jo. Haben wir alle gesehen, oder? Ich habe ein bisschen zu spät eingeschaltet, aber ich habe es gesehen. Ich habe nur den Nina Hagen-Song verpasst. Ach, den Nina Hagen-Song, pass auf, den können wir nochmal einspielen. Hier, du hast den Farbfilm vergessen. Mhm. Mein Michael. Fand ich sehr cool. Ja, auch eine coole Idee, das überhaupt irgendwie damit reinzupacken, weil das jetzt ja nicht der klassische hochwürdige, würdevolle Politiker-Abgesang ist irgendwie. Nee. Vielleicht gut. Fand ich auch. Ja, du hast den Farbfilm vergessen. Ich fand das ganz lustig, was unser Kollege Timo Schnitzer dazu gesagt hat. Eine Hymne aus der DDR. Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen. Jetzt werden sich die jüngeren Leute aus dem Westen fragen, wer ist Nina Hagen, was ist die DDR und was ist ein Farbfilm? Und ihnen geht's. Ich hoffe, so schlimm ist es noch nicht. Ey. Ja, aber ich kann, also bei uns zumindest geht's. Zumindest die DDR, hoffe ich, ja, ist noch irgendwo im Unterricht zu finden. Ja, bei uns geht's, aber ich weiß nicht, bei so ganz Jugendlichen, also so Farbfilm und Nina Hagen, ja, da könnte schon schwierig werden, ne? Kann sein. Wisst ihr, da fällt mir gerade ein, wir haben fast unseren Anschlussflug verpasst, nach Seattle, wo wir erst hingeflogen sind. Und haben da jemanden getroffen, der in den Staaten in Seattle lebt und uns dann irgendwie noch da zum Hotel gefahren hat, unser super netter Typ, der auch noch, also ganz lange Geschichte ist auch egal, auf jeden Fall cooler Typ, der lange in Deutschland auch gelebt hat und viel unterwegs war. Und das war skurril, weil wir uns auf Englisch über die DDR unterhalten haben, die er live erlebt hat, in dem Land, aus dem ich komme. Die DDR für mich aber nur aus dem Geschichtsunterricht irgendwie greifbar war. Und das war, also war ein cooles Gespräch so, weil er einfach viel, viel erzählt hat, so zu der Zeit, auch gerade während des Mauerfalls da war und da gearbeitet hat. Er ist irgendwie Klimawissenschaftler und Klimaforscher und ist auch schon in der Arktis gewesen und so, aber hat eben da auch in der DDR gearbeitet. Erst, glaube ich, für eine US-amerikanische Forschungsgemeinschaft, dann für eine russische. Also auch noch genau an diesem, an diesem Grenzding, weil das dann sich, also es war auf jeden Fall eine irre Geschichte und krass, diesen Typen zu treffen, der wie gesagt über die DDR in dem Land, in dem ich lebe, dann mir Geschichten erzählen konnte auf dem Weg in das Land, in dem er lebt. DDR. Genau. Ja, es war, also fiel mir nur gerade ein beim Thema irgendwie nichts über die DDR wissen. So. Das, ist da das die englische Abkürzung eigentlich auch? DDR? Oder was sagt man da? German Democratic. Er sprach über den Eastern Part. Eastern Part of Germany. Ob das die gängigste Abkürzung da ist, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Dort DDR. Ja, genau. Das halt, so hat er es gesagt. Genau so, die kriegen auch direkt den Dialekt. Ja, the DDR. R. Naja, das wird wohl nix. Ja, aber das ist tatsächlich spannend. Weil ja, ich habe ja auch nichts von der DDR damals mitbekommen, weil ich noch nicht lebte. Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal zum Ursprungsthema, bevor wir uns jetzt hier einen Podcast lang über die DDR unterhalten, kommen, dass ich das tatsächlich irgendwie ganz schnuckelig fand, wie die Merkel dann da auch saß während des Zapfenstreichs. Und ich meine auch tatsächlich so, wenn die Kamera mal sehr nah auf ihrem Gesicht war, dass man schon, sie hat ja relativ kleine Augen, aber ich finde, man konnte schon erkennen, dass sie schon gerührt war, glaube ich. Ich glaube, sie ist jetzt nicht diejenige, die da in riesige Tränen ausbricht vor der Kamera und bei sowas. Aber ich fand so ein bisschen, glaube ich, hat man ihr schon angemerkt, dass sie zumindest auch sehr nervös war, fand ich. Sie hat die ganze Zeit so an den Händen rumgeknetet und so. Also, ja, die hat auch so ein bisschen irgendwie sehr menschlich. So ein bisschen mitgewippt, fand ich so. Immer zwischendurch mal ganz kurz, immer nur so. Film vergessen. Oh, ich muss ja. Ich darf hier ja nichts von Emotionen zeigen, weil ich die Frau Merkel bin. Aber ja, fand ich schon. Ja, wer weiß, vielleicht wäre die auch sonst richtig abgegangen, hätte ihren Mantel ausgezogen und den gewirbelt und so. Mit Sicherheit. Ihr seht jetzt Larissa nicht, wie sie das gerade vorgemacht hat. Das ist für uns noch viel lustiger als für euch, die das nur hören könnt. Stellt euch einfach vor, wie Larissa zu Hause auf der Couch sitzt mit einem Big Bang. Nee, Big Bang. Big Was? Ben. Big Moment. Ben. Big Ben Foto im Hintergrund an der Wand. Ach so, ja. Nicht Big Bang. Und wedelt da rum. Ja,
Ich fand aber am lustigsten an diesem ganzen Tapfenstreich, dass die, dass das ganze Orchester da Helme auf hatte. Ja. Also, weil ich gedacht habe, wofür braucht ihr einen Helm, wenn ihr Trompete spielt? Das ist Spuckschutz für das Horn hinter dem. Ja, oder vielleicht, wenn er auf die Pauke haut, auf einmal so einen Stab nach hinten wirft, aus Versehen. Oder mit den Blechteilen. Ja. Aber jetzt ganz im Ernst, ne? Sehr gefährlich im Bundeswehrorchester. Ja. Also, Das sah richtig aus wie früher. Das hat mir auch irgendwo Angst gemacht, so. Als sie da reinmarschiert sind. Da dachte ich, boah. Also schon gruselig. Das sind ja dann auch diese dunkelblauen, keine Ahnung, wie man die genau nennt, zu einem Anlass, so einem feierlichen, diese Ausgehuniform oder wie das dann heißt. Dazu so auch diesen dunkelblauen Stahlhelm. Dann hatten die ja Fackeln in der Hand. Und ganz ehrlich, das sah aus wie so Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Dritten Reich mit so einem Fackelzug. Ich weiß, ich tue damit wahrscheinlich ganz vielen Bundeswehrangehörigen richtig Unrecht, weil gerade dieser Anlass ja natürlich gar nichts mit Drittem Reich zu tun hat und diese ganze Zeremonie. Aber meine erste Assoziation, als ich den Fernseher eingeschaltet hatte und das sah so im Halbdunkeln mit diesen Fackeln und diesen Stahlhelmen auf, da habe ich gedacht, so von der Choreografie her vielleicht marketingmäßig nicht so gut überlegt. Ja. Also bei mir war es tatsächlich, ich bin ja ein Schützenfestkind aus Neuss und deswegen bin ich natürlich an sowas in der wackelnden Ausführung, weil die meisten dabei betrunken sind, gewohnt. Okay. Also habe ich eigentlich nur gedacht, auf, so sieht das aus, wenn du das nüchtern machst. Ja. Hoffe ich. Beim Schützenfest in Neuss tragen die Menschen Stahlhelme und Fackeln? Nee. Bist du sicher, dass das ein Schützenfest war, das du besucht hast? Typischen Schützenuniform an und Fackeln tatsächlich beim Fackelzug, ja. Okay. Da läuft man aber auch nicht links, rechts, links, sondern rechts, 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 wenn man besoffen ist. Ja, aber du bist ja in der Reihe. Also wenn du Glück hast und nicht die ganze Reihe betrunken ist, wirst du ja von links und rechts irgendwie gerade gehalten. Also eher Polonaise als wirklich ein richtiger Marsch. Aber ich fand auch viel besser, wie die Merkel anschreien, dann so diese oberste General, Entschuldigung, die ganzen Ausdrücke kenne ich nicht, aber dann davor der stehen mit so einem Zentimeter Abstand gefühlt und dann so Wie sich hier wieder die geballte Kompetenz in Sachen Bundeswehr versammelt hat in dieser Podcast-Runde. Ja, hoffen wir einfach mal, dass niemand zuhört, der irgendwie da engeren Kontakt hat, sonst entschuldigen wir uns hier aufrichtig. Doch ich weiß, ich bin mir sicher, dass jemand zuhört, weil mit einem Hörer, der an redebedarf@radioessen.de auch schon geschrieben hat, der bei der Bundeswehr arbeitet, mit dem ich mich auch schon länger unterhalten habe, der ein sehr sympathischer Mensch ist im Übrigen, hier gegrüßt sei an dieser Stelle. Deswegen sorry, dass wir so wenig Ahnung haben. Es tut mir leid, dass du jetzt einen Freund verloren hast, Tobi. Naja, ich habe halt Zivildienst gemacht. Yoshi, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwas machen musste. Nee, nicht mal zur Schule gehen musste ich. Nee, ich musste tatsächlich nichts machen. Ja. Ich hätte auch echt keinen Bock gehabt, muss ich sagen. War das schon durch bei dir? Ja. Ach krass. Ich war ja auch der Erste. Yoshi ist doch ganz kleines Küken. Ja, ich war der erste Jahrgang mit G8. Ich vergesse das immer, weil der schon so verbraucht aussieht. Weil ich auch schon seit 20 Jahren hier bin. Da warst du 40, Tobi, als ich angefangen habe hier. Ja. Larissa verschluckt sich da an weißer Flüssigkeit. Milch. Zum was trinken. Also. Ja, aber tatsächlich, also Entschuldigung, ich esse hier gerade so ein ekelhaftes, süßes Zeug, was Tobi hier angeschleppt hat. Ich habe das nicht angeschleppt, das stand hier. Warte. Oh. Das stand in der Küche. Das sind so Zucker... Bomben. Dinger. Mhm. Ja, Zucker, lackierter Zucker. Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich das auch ein bisschen gruselig. Nicht neidisch. Ja, nee, das glaub ich. Darauf mir. Nicht. Nee. Ehrlich nicht. Das schmeckt. Hätte ich lieber draußen. Das habe ich jetzt nur reingehauen, um Zucker zu kriegen. Und das brauche ich nie wieder Zucker. Wir sind heute nicht so fokussiert, Leute, merke ich irgendwie. Nee. Boah, Larissa, jetzt macht doch hier keinen auf Streber. Ja, du hast ja recht. Und so weiter. Und ihr labert und palabert darum. Ja. Ja, hau mal einen raus. Mach mal. Genau, mach mal hier, komm. Sind wir schon durch mit der Merkel? Okay. Ja, oder erzähl noch was. Also, erstmal möchte ich wissen: Tobi, hast du mittlerweile einen Adventskalender? Nein. Immer noch nicht? Nee, ich wurde auch wirklich gestern schon geschimpft. Von meiner, Achtung, jetzt kann ich es sagen, von meiner Frau. Früher, das ist noch ungewohnt, das zu sagen. Oh, es tut weh. Ich musste gestern einkaufen, weil wir natürlich einen leeren Kühlschrank hatten. Und wir hatten vorher schon über den Adventskalender auch gesprochen zu Hause.
Und ich habe vergessen, einen zu kaufen noch, obwohl ich einkaufen war. Für sie oder für dich? Ja, natürlich für sie, für mich nicht. Ich bin ja, ich bin da ja raus aus dem Weihnachtsgame. ja, und da habe ich zu Recht nochmal einen drauf gekriegt. Ja. Hat sich jetzt noch ein bisschen anders, noch schlimmer angefühlt als früher. Kannst du ja einen zum zu Weihnachten schenken. Nee, ich muss gleich auf dem Nachhauseweg muss ich noch einen mitnehmen. Wenn ich noch irgendwo einen kriege. Ich kann dir auch einen guten Tipp geben, was richtig cool ist, wenn man nicht, wenn man denkt, dass man keinen Adventskalender bekommt. Du könntest ja ganz viele kleine Dinge kaufen oder basteln, was auch immer, und daraus aus eurer Wohnung einen ganzen Adventskalender machen, so wie das mein Freund für mich gemacht hat. Ich bin schon verheiratet, ich muss sowas nicht mehr machen. Ja, guck mal, hier hängt die 4 gerade gegenüber von mir am Wohnzimmerschrank. Bitte mal gucken, hier putzen. Nee, zum Glück ist bisher nur was zu naschen immer überall gewesen. Das ist aber tatsächlich eine nette Idee. Ja, kann man deinen Freund auch mal loben. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Freund hat immer sehr coole, also bei Geschenken hat der wirklich immer sehr, sehr coole Ideen. Da kann ich mich nicht beschweren. Okay. Mhm. Aber erst hast du dich beschwert, dass du nichts hast. Ja. Und dann kommt eben immer eine coole Idee. So ist das die Reihenfolge quasi. Ja, der brauchte nur Druck. Man sagt ja auch unter Druck. Aber hey, es war auch wirklich am ersten Jahr da, ne? Also ich habe mich ja schon einen Tag vorher beschwert, weil ich halt dachte, da kommt nichts mehr. Aber ja. Ja, man muss nur mal laut werden, ne? Das haben wir ja beim letzten Podcast bei dir gemerkt, dass das da durchaus auch mal lauter werden kann im Hause Schmitz. Podcast? Ja, hast du das nicht da erzählt? Nee, ich habe das bei der Weihnachtsfeier, habe ich das im Vertrauen erzählt an meine werten Kollegen, dass ach so. Ich immer mal schnell auf der Haut fahre. Upsi! Ich hatte das irgendwie im Podcast verortet, aber gut. Ja, jetzt ist raus. Ja, jetzt ist raus. Jetzt weiß ich das auch. Jetzt will der Tobi dich nicht mehr heiraten. Ja, ist nicht so schlimm. So. Dann jetzt aber, nächste, du hast es so eilig. Wir schwurbeln hier die ganze Zeit rum. Mein Thema war der Adventskalender. Ja. Und Joshi hat ja zum Beispiel 3 Stück. Joshi hat 3 Adventskalender. Ja, für jeden Tag ein. Nein, ich habe von meinem Bruder, meiner Schwägerin, meiner kleinen Nichte ist es ja, einen Hannover Adventskalender bekommen aus Schokolade, weil die aus Hannover kommen. Dann habe ich teilen Annalena, also meine Freundin und ich, uns einen Adventskalender. Jeden Tag überrascht man den anderen. Und das finde ich auch gut. Meine Schwiegermutter hat uns auch noch einen Adventskalender geschenkt von hier so, von einer Drogeriekette. Sagen wir mal so. So mit Sexspielzeug und so. Nein. Das ist die Assoziation. Das Geschenk von der Schwiegermutter wäre. Ja. Ist aber gut, dass Drogeriekette diese Assoziation auslöst, auch bei dir. Ja, das ist der erste Gedanke. Ja, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, aber also, ich verstehe. Kam nicht die richtige Gaglücke. Naja. Jetzt haben wir aber auch genug rumgeschwurbelt. Wir müssen einfach jetzt doch mal auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Wir kommen einfach nicht drum rum. Wir haben es jetzt lang genug versucht in diesem Podcast. Wir müssen es trotzdem ansprechen. Es gibt wieder verschärfte Maßnahmen. Tobi, fass es zusammen. Du hast es auswendig gelernt. Ach so, ja. Also für Ungeimpfte gibt es Kontaktbeschränkungen. Ein Haushalt plus 2. Nur noch, also in der Regel maximal so 4-5 Personen, je nachdem wie viele zusammenleben. Dann flächendeckend 2G überall. Neu ist das vor allem bei uns in Essen, also im Kulturbereich und also Theater und Restaurants und so weiter gibt es das ja schon bei uns. Neu aber dann auch in den Geschäften jetzt, die nicht der tägliche Bedarf sind. Sprich alles, wo ich jetzt zum Beispiel Weihnachtsgeschenke kaufen gehe, Klamottenläden und so weiter. Alles, was nicht Supermarkt ist oder Drogerie beispielsweise oder Apotheke. Dann, was haben wir noch? Allgemeine Impfpflicht möglicherweise wird demnächst im Bundestag nochmal abgestimmt und diskutiert, könnte dann ab Februar kommen. Da ist man sich offensichtlich auch einigermaßen einig gewesen. Sieht also auch so Clubs aus, dass und das Diskos kommt. Und so weiter. Ab einer Inzidenz Clubs von 350, genau. Das betrifft uns auch noch nicht zwingend, weil wir heute in Essen bei, ich glaube, 252 liegen am Freitag. Aber, das hat Henrik Wüst ja auch schon gesagt, und das betont, es sind Mindeststandards. Das heißt, die Länder können das auch noch verschärfen. Und Wüst hat auch schon angekündigt, dass er darüber nachdenkt, zumindest das bei den Clubs und Diskos auch schon zu tun und die möglicherweise schon früher zuzumachen. Das könnte also noch kommen bei uns. Und eine letzte Geschichte. Hast du Böllerverbot schon? Ach so, genau. Böller und Raketen wieder werden nicht mehr verkauft. Und Fußballstadien, Großveranstaltungen, maximal 15.000 draußen und ich glaube 5.000 drin. Mhm.
Ich hoffe, das war es ungefähr. Nachlesen auf radioessen.de natürlich. Genau. Ja, wir haben auch mal. Kontrollieren. Ja. Wir haben auch mal in der Stadt rumgefragt, wie das denn so bei euch ankommt. Vor allen Dingen halt das Thema Lockdown für Ungeimpfte. Weil es ist ja faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte. Die 2G-Regeln, die überall gelten, weil als Ungeimpfter kommt es halt nirgendwo mehr rein, außer in den Supermarkt oder in eine Drogerie, um Larissas Sexspielzeug zu kaufen. Ja, wir hören mal rein. Ja, weil das vernünftig ist. Warum soll ich mich nicht impfen lassen? Ich lasse mich auch für alles andere impfen. Also ich finde, das ist eine Unverschämtheit von den Leuten, die also sich nicht impfen lassen, gegenüber denen, die also chronisch krank sind, die sich nicht impfen lassen dürfen. Ich finde es also in Ordnung. Es müsste noch eine viel, viel, viel schärfere Maßnahme geben. Ja, es ist ein indirekter Lockdown auf jeden Fall. Erzwingen ist immer blöd bei sowas, aber wir sehen ja, dass es anscheinend anders nicht funktioniert. Ja, es funktioniert anscheinend nicht anders und spricht uns auch, glaube ich, so ein bisschen aus der Seele. Wir haben es ja letzte Woche auch schon nochmal diskutiert, auch das Thema Impfpflicht, soll sie kommen oder nicht. Das ist ja auch noch in der Schwebe. Es kann ja tatsächlich passieren, dass wir dann eventuell ab Februar schon eine Impfpflicht für alle bekommen. Plus jetzt schon Impfpflicht im Bereich Pflege und Krankenhäuser. Ne? Fällt mir auch noch ein, dass die vollständige Impfung, quasi der Status vollständig geimpft ausläufen soll, wahrscheinlich nach 9 Monaten. Mhm. Da wird man sich wohl an so einen europäischen Richtlinien orientieren, sodass man auch der Druck steigt, sich dann boostern zu lassen. Gilt das nach dem Boostern eigentlich auch nochmal? Glaube ich, gibt es, ist noch nicht klar. Habe ich zumindest nicht recherchieren können. Was wahrscheinlich mit daran liegt, dass auch noch nicht klar ist, wie lange dann die Booster-Impfung anhält und wie wirksam die ist. Das hat man ja jetzt noch nicht richtig untersuchen können über einen längeren Zeitraum, weil eben noch nicht so viele Leute geboostert sind. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, noch nicht absehbar. Okay. Ja, findet ihr, das ist alles gut genug und es reicht oder hätte es noch schärfere Regeln geben müssen? Ich mach's kurz. Ich finde es gut. Ich hätte mir das genau so, wie es jetzt gekommen ist, schon vor einigen Wochen gewünscht. Mhm. Punkt. Ich habe gesagt, ich mach's kurz. Danke. Ja, also ich schließe mich da auch an. Ich finde das jetzt auch alles richtig so. Stimme aber auch zu, dass das schon viel früher hätte genauso klar auch und nicht in diesen kleinen Etappen wieder hätte entschieden werden müssen. Genauso sehe ich es aber jetzt auch bei der Impfpflicht, weil mir war klar, dass die vor Februar wieder nicht eingeführt wird, weil Februar startet ja, glaube ich, Österreich damit so als, ist das nicht das einzige Land eigentlich mittlerweile, die wirklich Impfpflicht haben? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, innerhalb Europas zumindest, soweit mir das bekannt ist schon. Ja, ne? Das ist für mich wieder so ein bisschen diese Nummer mit, wir gucken dann vielleicht erstmal, wie das bei den anderen läuft und ziehen dann nach, weil es ja auch schon mal die Rede wieder von März war. Aber da ist die Begründung ja, dass man allen die Möglichkeit geben will, sich vollständig zu impfen, was insofern ja auch sinnvoll ist, denn ansonsten würdest du das jetzt einführen. Ja, aber die Möglichkeit geben wir doch allen jetzt schon, seit es Impfungen gibt. Wir haben aber auch allen gesagt, es wird auf keinen Fall eine Impfpflicht geben. Und wenn ich das jetzt dann doch einführe, dann finde ich es zumindest schon fair, den Leuten auch eine Möglichkeit zu geben, dann sich eben impfen zu lassen. Aber was ist jetzt daran fairer, als die Impfpflicht zu machen? Damit zu drohen, damit dann sich alle impfen? Nee, dann weil ist du es trotzdem fast wie eine Impfpflicht schon. Naja, ja, aber die Leute müssen ja Bußgeld zahlen, wenn sie dann dagegen verstoßen. Und wenn du jetzt sagst, ab morgen gilt die Impfpflicht, dann müssten all die Bußgelder zahlen, die jetzt in der Zeit, seit sie wissen, dass es die gibt, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Ach so, meinst du das, dass du jetzt noch eine Zeit, ja, okay, genau, gut, diese klar, Übergangszeit, das ist ja das. Das aber da könnte man ja das mit einem Bescheinigung von dem Impftermin oder sowas. Ach so, ja, okay. Hm. Also ich rede jetzt auch nicht davon, dass es morgen kommen muss, aber ja, ich weiß nicht. Also mir tut es vor allem leid. Ich kann mir vorstellen, dass das früher halt auch schon wieder an mancher Stelle für leider viele Seelen zu spät sein kann. Das bestimmt. Und in allererster Linie ist es natürlich dramatisch für all die, die es jetzt tatsächlich trifft mit dem Lockdown. Also alle, die Geschäfte haben, die das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen können. Im Zweifel dann die Clubbetreiber, die möglicherweise, selbst wenn nicht bei uns in Essen, dann aber in anderen Teilen Deutschlands, wo die Inzidenz höher ist, zumachen müssen. Für die es halt wirklich um Existenzen geht. Abgesehen von den ganzen Menschen, die in der Zwischenzeit in den letzten Wochen gestorben sind oder schwere Verläufe hatten, wo man schon Dinge hätte verhindern können. Und hätte man das Ganze schon 2-3 Wochen früher gemacht, wären wir jetzt möglicherweise nicht in der Situation, dass unmittelbar vor Weihnachten
wieder alles runterfahren zu müssen, wo halt wirklich viele, die halt die letzten anderthalb Jahre sowieso schon beschissene Umsätze hatten, die jetzt erst recht, wo sie im Weihnachtsgeschäft eigentlich nochmal profitieren und aufholen könnten, die wieder haben. Also, aber nicht mehr so viele wie letztes Jahr, weil ja nur noch die Ungeimpften das stimmt. nicht shoppen gehen dürfen. Das ist halt, das denke ich mir halt auch, weil ich habe mich gerade gefragt, es müsste eine Statistik geben, korrigiert mich, wenn es die gibt, wie viele Geimpfte und wie viele Ungeimpfte jetzt gerade immer in die Geschäfte so traben. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich einen Laden habe, der sagt, naja, ich kontrolliere viel mehr Tests, als dass ich die Impfpässe kontrollieren muss, dann okay, kommen da anscheinend sehr viel ungeimpfte Menschen hin. Mhm. Aber sonst denke ich mir ja so, die Impfquote reicht noch nicht aus, aber trotzdem sind ja schon viele Menschen geimpft, sodass ich mir das für die Geschäfte gar nicht mal so dramatisch einschätzen würde, wie das manchmal dargestellt ist oder dass mancher Laden sagt. Aber das ist vielleicht auch dann nur meine Einschätzung. Also ja, kann ich nachvollziehen, den Gedanken. Weiß auch nicht, wie es ist. Was aber auf jeden Fall für die auch eine Rolle spielt, ist ja die Kontrolle. Also wenn Klar. du der Inhaber bist, der in einem kleinen Lädchen oder in einer Boutique arbeitet und du bist dann mit einem oder maximal noch einem zweiten Mitarbeiter oder bist sogar der Einzige, und muss dann jetzt noch jemanden an die Tür stellen, der die Impfausweise kontrolliert. Das macht natürlich dein Leben jetzt nicht unbedingt einfacher. Nee, stimmt. Ist ja auch wieder eine Geldfrage vermutlich. Und wenn du eine Security einstellst. Die Frage ist natürlich auch, ob man als Geimpfter wieder Bock hat. Das ist ja dann ähnlich wie die Zeit, wo wir mit Test rein mussten, als es die Impfung noch nicht so gab letztes Jahr. Sich dann da ständig wieder kontrollieren zu lassen, auch wenn man das vielleicht mittlerweile mit einem Klick auf dem Smartphone hat und so. Mhm. Aber es hält einen ja trotzdem erstmal wieder auf, weil man nicht so schnell einfach rein und wieder rausgehen kann. Ja. Das kann natürlich auch einige abschrecken von dem typischen Shopping in der Stadt. Was hältst du denn davon, Joshua? Ja, also ich hätte mir das auch erstens weitaus früher gewünscht, als man schon gesehen hat, boah, die Zahlen gehen jetzt echt wieder rapide nach oben, dass man da schon sagt, ja, okay, dann machen wir jetzt radikal. Ungeimpfte haben halt leider Pech. Die hatten jetzt Zeit genug, sich impfen zu lassen. Zumindest die, die dürfen. Ne, da muss man ja auch immer Differenz. Sag es euch sehr gut. Unterschiede festmachen. Und ja, das hätte ich mir auf jeden Fall früher gewünscht. Da braucht Deutschland einfach immer zu lange, finde ich. Weil meistens dann schon es ein bisschen zu spät ist. Beziehungsweise man hätte vieles noch verhindern können. Andererseits, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt schon reicht, um wirklich diese Welle zu brechen, die vierte Welle. Ob man da nicht einfach gesagt hätte, pass auf, so wie es jetzt zum Beispiel die Niederlande machen, die aber weitaus ein größeres Problem haben, ab 17 Uhr darf gar keiner mehr irgendwo hin, also in Kneipen, Restaurants, was auch immer, für 2 Wochen. Das ist natürlich für 2 Wochen hart, aber wie gesagt, auch das hätte man vor ein paar Wochen schon machen können, dann wäre das Weihnachtsgeschäft vielleicht nicht ganz so schlimm. Wo du gerade sagst, in Deutschland ist man da so langsam. Niederlande sind natürlich auch ein schönes Beispiel, die jetzt auch nicht unbedingt rühmlich früh wieder angefangen haben, zurückzufahren. Ja, die machen ja auch immer von 0 auf 100 ja. und von 100 auf 0. Und da gibt es viele andere Beispiele auch. Also auch Portugal beispielsweise, die jetzt mit das Vorzeigeland sind, was die Impfquote betrifft. Die sind jetzt möglicherweise auch so Vorzeigeland mit der Impfquote, weil sie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr auch Inzidenzen über 1000 hatten und wahnsinnige Todeszahlen hatten und einfach erlebt haben, was passiert, wenn man zu lange wartet. Also da sind wir in Deutschland nicht die Einzigen. Ja. Ich will das gar nicht schönreden, aber dann lass es. Zumindest glaube ich, ist das kein rein deutsches Phänomen, sondern eher eins, was mit politischen Debatten zusammenhängt, mit bei uns sicherlich auch mit der Situation der Wahl und vielen anderen Dingen, die das einfach verschleppt haben. Ja. Ich sage das nochmal, ne? Ich will das gar nicht schönreden, es ist nur die Erklärung dafür. Ich finde das nicht gut. Das hätte man sicher anders lösen können und müssen. Aber das, ich glaube, ist jetzt kein deutsches Phänomen, wo man sagt, das ist so, da haben wir wieder gepennt, wir doofen. Ja, aber wir übernehmen die Phänomene gerne offensichtlich. Ja, man hätte es auf jeden Fall lernen können aus den Fehlern anderer. Vielleicht auch aus den eigenen Fehlern der letzten Jahre. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich bin hin und her gerissen, ich bin gespannt, erstens, was das für Effekte hat und zweitens, ob es jetzt sofort was bringt, also ob es den Effekt hat, dass sich jetzt wirklich mehr Menschen impfen lassen, weil sie einfach sehen, boah, Mist, ich kann ja wirklich nirgendwo mehr hin, was ja im Optimalfall dann so ist
oder ob die halt sagen, ach, ist mir doch egal, ich warte einfach, bis die Zahlen wieder runtergehen, mein Gott. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt für Auswirkungen auch akut hat. Die Gewerkschaft der Polizei hat heute Morgen noch eine Auswirkung angesprochen, vor der sie warnt und die sie befürchtet, nämlich, dass die Aggressivität weiter steigt innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Und ne, wir hatten ja schon Beispiele, ich erinnere an den Tankwart, der erschossen wurde, glaube ich sogar. Ja. Ne? Da, ich habe gerade überlegt, ob er das überlebt hat oder nicht. Und viele ähnliche Vorfälle, die dann gewalttätig geworden sind, weil jemand auf Maskenpflicht oder auf Impfpflicht oder Impfausweis und so weiter hingewiesen hat. Und passend dazu, dass die Gewerkschaft der Polizei das heute angekündigt hat, ist vorhin eine Pressemitteilung noch reingeflattert von gestern Nachmittag. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Stadtteil das war, wo in einem Friseursalon zwei Menschen gekommen sind, ohne Maske und nach dem Hinweis darauf, dass sie doch bitte eine Maske aufsetzen, dann angefangen haben, mit Pfefferspray rumzusprühen oder Reizgas. Bei uns in Essen? Mhm, genau, es läuft auch in den Nachrichten, ist glaube ich schon auf radioessen.de. Das war so, während wir hier Dienst gewechselt haben, kam das rein. Also, ob das jetzt einen direkten Zusammenhang gibt und ob die beiden Jungs, die das da, oder Männer, die das da gemacht haben sollen, ob die schon wussten, irgendwie, wie die Regeln jetzt aussehen, gestern Nachmittag um 16 Uhr, weiß ich nicht. Aber dass die Stimmung und die Gesamtstimmung sicherlich jetzt nicht entspannter wird zwischen Geimpften und Ungeimpften und erst recht denen, die sich in den letzten Jahren eher radikalisiert haben in ihrer Haltung, das glaube ich schon. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was uns noch eine ganze Zeit beschäftigen wird. Mhm. Thema, also das ist ja gerade auch wieder so eine Zeit voller Widersprüche. Ne? Auf der einen Seite fliegen wir gerade Corona-Patienten von A nach B, um sie versorgen zu können, wegen Intensivstationen. Am gleichen Wochenende findet ein Fußballspiel mit 50.000 Zuschauern im Stadion statt. Ja. Findet ihr denn das richtig, dass die 50.000 im Stadion noch sein dürfen? Beziehungsweise bis gerade sein durften? Ich persönlich denke mir immer, ja, auch da kommen ja nur in der Regel Geimpfte und Genesene rein oder halt maximal noch Getestete. Ich weiß jetzt, aber in Köln waren es, glaube ich, wirklich nur 2G. Das heißt, du bist ja zumindest geimpft, bist an der frischen Luft. Ja, keine Ahnung. Ich kann das schlecht einschätzen. Also jetzt so bei der, was hatten wir dieses Jahr, EM, da war es ja nochmal auch ein bisschen anders. Da waren wenig geimpft und auch viele Menschen so drumherum um die Stadien, in den Kneipen und was auch immer. Da war es nochmal was anderes. Da gab es ja auch eben Superspreader-Events. Jetzt im Moment weiß ich nicht, ob es die immer noch gibt. Larissa. Also ich war letzte Woche bei einer Show und ich glaube, das war halt auch in so einer Eishockey-Arena und ich glaube, da gingen insgesamt irgendwie 13.000 Menschen rein und wir waren da jetzt, glaube ich, aber mit 7.000 oder so drin. Und dadurch, dass die nicht mehr so die Auflagen hatten, Abstände zu lassen zwischen bei Plätzen und sowas, muss ich schon sagen, dass ich wirklich die ganze Zeit immer mit mir gehadert habe, obwohl es eine 2G-Veranstaltung war, ob ich jetzt die Maske anlasse, auch am Platz, oder ob man nicht vielleicht doch irgendwie selber vielleicht, ne, jetzt, ich bin ja auch noch nicht geboostert und deswegen, ne, ob man selber vielleicht jetzt gerade gar nicht mehr genug Schutz hat oder auch die Viruslast viel stärker weitergibt vielleicht, als man das mit einem besseren Impfschutz machen würde. All diese Gedanken hatte ich schon und ich habe dann in der Pause mit einer anderen, da kam ich ins Gespräch und die hat mich dann gefragt, ob ich denn am Eingang überhaupt kontrolliert worden wäre mit 2G. Und habe ich gesagt, ja. Und sie sagte dann so, ach interessant, weil mich haben sie einfach durchgewunken. Mhm. Und solche Sachen sind natürlich dann immer, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Fall ablief und so. Und normalerweise wäre es ja blöd, wenn ich weiß, das ist eine 2G-Veranstaltung, dass wenn ich nur 3G habe und keinen Impfstatus, dann hole ich mir vielleicht nicht eine teure Karte und gehe dahin, weil ich die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass ich wahrscheinlich da durchflutsche. Aber sowas ist natürlich dann immer, wo ich mir so denke, selbst wenn du da jetzt, ich will damit gar nicht einem Veranstalter ans Bein pinkeln oder sowas, selbst wenn du eigentlich für alles gesorgt hast, passiert halt bei einer Masse an Leuten immer mal irgendwas. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil es jetzt eben auch immer mehr Impfdurchbrüche ja hier und da gibt, wirkt die Impfung deswegen nicht weniger. Aber ich finde, man macht sich schon Gedanken und 50.000 Menschen bei einem Spiel, wo ja auch oft Alkohol fließt und so weiter und so fort, wo man ausgelassener ist,
ja, ist halt schwer einfach zu verteidigen gegenüber anderen Situationen. Also ich finde es schwierig. Da spielen ganz, ganz viele Dinge für mich auch eine Rolle. Würde ich fast alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Larissa. Dann auch, dass es natürlich eine Signalwirkung hat. Also wenn ich Bilder sehe von 50.000 Menschen im Stadion und gleichzeitig aber sage, wir müssen eigentlich wieder Kontakte reduzieren, dann ist das natürlich ein anderes und ein widersprüchliches Signal. Ja. Andererseits bin ich auch immer jemand, der das immer postuliert hat und das immer auch noch tut, mehr als 2G werden wir auf absehbare Zeit nicht kriegen an Sicherheit. Dann muss man immer noch mal dazu abwägen, 2G denke ich dann auch schon mit inklusive vollem Impfschutz, also auch dann, wenn möglich, geboostert oder eben frisch gerade geimpft, aber nicht 2G nach 6-7 Monaten, wo man weiß, der Impfschutz geht schon zurück. Und natürlich muss man auch mitdenken dann, wir haben jetzt auch gerade noch Omikron, wo wir noch nicht genau wissen, wie gut wirken die Impfungen und wie entwickelt sich das und so. Also es gibt natürlich immer noch mal Faktoren, die das ein bisschen, die daran rütteln. Und da muss man sicher drauf reagieren. Aber ganz grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, wird es eben mehr als einen guten Impfschutz, der sogar ein sehr guter Impfschutz ist im Vergleich zu anderen Impfungen, die wir kennen und haben, wird es de facto nicht geben. Und dann würde ich eben auch mit allem, was wir an Erkenntnissen haben, sowohl was uns in eine vorsichtige Richtung drängen sollte, würde ich aber genauso beachten in die Richtung, was man noch zulassen kann. Und wie Joschi auch gerade sagte, es ist draußen, es ist eine 2G-Veranstaltung. Und nur weil es der Fußball ist und man da politisch vielleicht mit punkten kann, wenn man da jetzt nochmal ein hartes Signal setzt, bin ich da auch eher zurückhaltend und sage, wenn das möglich ist und wenn das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen möglich ist, sowas stattfinden zu lassen, dann sollte man das stattfinden lassen. In der Situation, in der wir jetzt gerade waren, mit Omikron, mit wachsenden Impfdurchbruchzahlen und so weiter, habe ich es nicht gut gefunden und hätte mir das auch anders gewünscht. Aber da muss man sehr, sehr aufpassen, finde ich. Und wenn man in die eine Richtung sagt, wir setzen auf die Wissenschaft, dann bin ich der Meinung, muss man in die andere Richtung eben auch auf die Wissenschaft setzen und nicht kann in die eine Richtung Symbolpolitik betreiben und sagen, ja, aber der Fußball, da müssen wir mindestens genauso aufpassen wie mit anderen Arbeitgebern und anderen Branchen, weil sich das politisch gut verkauft oder man da gerade einen Punkt mitmachen kann. Das finde ich halt schwierig. Ja. Und deswegen, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, finde ich, gerade in dieser Debatte um Fußballer und Fußball, da spielt so viel rein, da spielt auch immer noch so ein bisschen immer wieder mal die Neiddebatte mit rein, dass ja die da Sonderrechte kriegen und so weiter. Das habe ich bei der 3G-Debatte zum Beispiel am Arbeitsplatz noch gedacht, wo es dann hieß, ne, Fußball, aber bitte 2G, wo ich dann gedacht habe, naja, warum? Also wenn ich hier da noch 3G in mein Bürogebäude komme, warum sollte denn dann für Fußballer 2G gelten? Ja. So, also da gibt es halt ganz viele Dinge, die gerade rund um diese Fußballkulturdebatte, die wir da immer wieder führen ums Impfen, für mich echt schief sind, so ein bisschen, wo man immer genau hingucken muss, finde ich. Und wo der Appell immer sein muss, in allen Belangen, guckt euch an, was die wissenschaftliche Sachlage ist. Ja. Und das sollte die Basis sein für alles überall. Wobei ich natürlich sagen muss, Fußballer ist für mich jetzt kein normaler Arbeitsplatz, weil ich natürlich mit meiner Mannschaft stetig engen Kontakt haben muss. Die können ja nicht auf Abstand Fußball spielen. Und dann bei den Spielen natürlich Schalke auch schon. Zur gegnerischen Mannschaft. Was? Schalke schon. Ja, okay, Schalke vielleicht schon. Aber die spielen auch ja, kein Fußball. Also das sind für mich so Sachen, wo ich natürlich dann schon denke, da ist es dann über eine Sonderregelung mit 2G vielleicht doch sinnvoll drüber zu überlegen. Weil ich natürlich allein in meinem Büro immer noch anders abgeschottet bin, als genauso, weswegen ja auch bei einer Impfpflicht für Pflegekräfte oder sowas diskutiert wird, ne? Weil das eben einfach andere Arbeitsplätze sind als der normale 3G-Büroarbeitsplatz. Wobei man zwischen, ganz kurz noch, also ja, kann man auf jeden Fall so sehen, aber zwischen der Sonderstellung im Fußball und der Sonderstellung im Pflegebereich, glaube ich, ist schon nochmal ein großer Unterschied, denn die Pfleger, die sich mit Hochrisikopatienten irgendwie auseinandersetzen müssen, glaube ich, da gibt es eine andere Notwendigkeit nochmal als 22 natürlich sehr junge, sehr erwachsene, sehr fitte und bestens medizinisch versorgte Männer, die in erster Linie unter sich bleiben. Ja, ja, sicherlich. Es war auch jetzt nicht über einen Kamm geschert, aber ich wollte damit nur sagen, dass es halt ja Beruf
Bereiche generell gibt, die man gesondert betrachtet. Ja, das stimmt natürlich. Als jetzt zum Namen, zum normalen 3G-Verhältnis. Mhm. Super. Spannend. Spannend zu dem Thema übrigens auch unser Schwester-Podcast Essen im Ohr, nicht spezial, aber auf jeden Fall Essen im Ohr zum Thema Impfungen, beziehungsweise Jörg Spors von der Feuerwehr war zu Gast. Einer der Leiter der Impfkampagne bei uns in Essen und erzählt natürlich auch viele spannende Dinge, eben auch wissenschaftlich. Da auf jeden Fall mal reinhören. Und wir sind kurz vor dem Ende, deswegen müssen wir noch eigentlich zwei Themen ganz kurz anreißen. Zum einen die Motorshow. Wäre das was für euch? Ich glaube, du hast es letztes Jahr schon mal gesagt, Tobi, dass du da nicht so ganz scharf drauf bist. Habe ich im Hinterkopf, ich weiß es aber ja, nicht mehr. Ja, stimmt. Ich würde mir das aus Interesse immer mal angucken. Ja. Aber eigentlich nur, um es mal gesehen zu haben. Mhm. Ich erfülle das Klischee einer Frau und habe mit Autos nicht viel am Hut. Natürlich sehen einige Karren ganz, ganz schnieke aus, sage ich mal. Und wenn mich damit jemand durch die Gegend fahren lässt, dann würde ich das auch tun. Aber zum Angucken oder so brauchst du mich da jetzt nicht unbedingt hinzerren. Mhm. Ja, geht mir genauso. Also reizt mich nicht so wahnsinnig viel dran. Wenn das jetzt eine Flugzeugmesse wäre, schon eher, weil ich das irgendwie spannender finde. Aber ja, Autos, also das Auto ist für mich einfach ein Gebrauchsgegenstand, ein Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen, relativ flexibel und relativ zuverlässig. Ja, mehr ist es tatsächlich leider nicht. Dann lass uns doch von hier direkt den Bogen zum nächsten Thema machen, nämlich wenn du mit dem Auto das von A nach B nutzt, hoffentlich sicher von A nach B, damit du nicht Kinder am Schulweg gefährdest. Ach Gott. Hast du es verstanden? Ja, ja, klar. Meine Überleitung? Gut. Ja, es hat zwar lange gebraucht, aber ich habe sie verstanden, ja, das stimmt. Ja. Ja. Nach der Frühschicht brauche ich ein bisschen. Ja, tatsächlich. Emil und die Schulwegdetektive, unsere Aktion bei Radio Essen. Wir wollen die Schulwege in Essen ein bisschen sicherer machen. Und waren unter anderem in Freisenbruch an der Mohrungenschule. Die wollten einen Zebrastreifen vor der Schule haben, damit es da halt eben sicherer für die Kinder ist und die sich nicht zwischen den ganzen parkenden Elterntaxis durchquetschen müssen in der Dunkelheit. Das wird jetzt wohl nichts mit dem Zebrastreifen. Aber die sind da weiter dran und wir, und da, ich glaube, das war auch da, nee, das war woanders, ne, mit der, Du wirfst das gerade zusammen, die wollten keinen Zebrastreifen, das war eine andere Schule, aber die hatten das Elterntaxi-Problem, dass sie da alles verstopfen und haben überlegt, wie sie jetzt da die Parkplätze vor der Schule irgendwie anders gestalten können, damit die Eltern nicht immer da rumfahren und haben diese Denkzettelaktion gemacht, die Kinder. Ach, stimmt. Und morgens ihren eigenen Eltern quasi sich erst zur Schule fahren lassen und dann den Denkzettel ans Auto geklebt, nach dem Motto, park doch mal bitte woanders. Und ihren eigenen Eltern? Ja. Das ist ja gemein. Ja, also es war die Schulkinder natürlich gemeinsam, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ab und zu mal so wahrscheinlich war, ne, wenn du dahin gefahren wirst. Ja, und wir haben mit Schülerin Merle gesprochen, die hat uns Folgendes gesagt. Irgendwie gut, weil man weiß, dass die Kinder sich sonst wehtun könnten. Dann hat man das Gefühl, dass man was Gutes für die Welt tut. Mit den Denkzetteln, ja. Hallo. Ich finde das auch sehr gut. Ja, schöne Aktion. Und wenn das bei den Kindern schon so ankommt und die sich in dem jungen Alter schon Gedanken darüber machen und selbst irgendwann mal Eltern werden, dann werden die wahrscheinlich keine Elterntaxis spielen, vielleicht im Optimalfall, sondern dann überlegen, ob man das Kind. Das sind dann fliegende Elterntaxis. Ja, ja. Ob man das Kind nicht irgendwie anders zur Schule bringen kann. Wichtige Frage von mir auch noch zum Abschluss dann an euch: Wo habt ihr eure Porsche geparkt? Ja, mein Porsche, der ist noch nicht gebaut. Der wird auch wahrscheinlich niemals gebaut werden. Okay, Larissa? Mein Fahrrad-Porsche steht in der Fahrradgarage. Mhm. Ah, okay, Garage ist gut. Wobei das auch nicht hilft. Wir hatten nämlich diese Woche auch noch eine Diebstahlserie. Vier Porsche sind geklaut worden. Und zwar, in Bredeney und in Werden, auf jeden Fall im Essener Süden. Tobis vier Porsche. Alle, genau, alle meine. tatsächlich alle mit der Gemeinsamkeit, dass alle Wohnungen oder da, wo die Porsche geklaut wurden, es unmittelbar in der Nähe eine Auffahrt zur A52 gab, also einen schnellen Fluchtweg sozusagen.
Und einer stand an der Straße, drei in der Tiefgarage und die Polizei sagt, passt auf eure Porsche auf diese Woche, Freunde. Nicht, dass da was wegkommt. Ja, Gott sei Dank will meine Nuckelpinne keiner klauen. Das stimmt. Da will man eher das Auto tauschen. Da stellt man mir ein neues hin für das alte. Gib das doch mal zu dieser Sendung, wo die dir eine neue Karre machen aus deiner alten Karre. Wie hieß das nochmal? Pimp My Ride oder so, ne? Ja, also mein Auto sieht ungefähr so aus wie die Mornixe. Damit ihr so eine, damit ihr so eine Vorstellung habt von dem Ganzen. Ich glaube, die kommt nicht mehr durch den Hochwasser. Ja, das hat auch schon einige Hochwasser mehr oder weniger durchgemacht. Zumindest Regenfälle und Hagel. Ja, das auf jeden Fall. Naja, gut, wir sind am Ende und auch am Ende des Podcasts angelangt. Der Tobi stopft sich da nur die Zuckerteile rein und kann die nicht kauen, weil das viel zu laut wäre. Das kannst du überhaupt nicht beweisen. Ich mache jetzt die Kamera aus. Ich mache jetzt die Kamera aus und mache jetzt hier den Podcast aus und sage noch, dass ich freue mich schon auf Weihnachten. Dass ich euch einen schönen zweiten Advent wünsche und einen schönen Nikolaustag und eine schöne Weihnachtszeit. Mhm. Wir machen jetzt Pause mit dem Podcast Redebedarf und zwar genau eine Woche und dann haben wir uns wieder. Ich wollte gerade sagen, ich wollte auch gerade sagen, machst du schon Weihnachtspause jetzt? Nein, natürlich nicht, mein Gott. Ihr könnt aber natürlich die Pause auch kreativ nutzen und uns gerne schreiben an redebedarf@radioessen.de heißt, glaube ich, ne? Mhm. Heute wieder E-Mail an Redebedarf, gar keinen Bock. Ja, gerne. Aber ihr müsst die Kamera noch kurz anlassen, wir müssen noch ein Foto machen. Na gut. Mhm. Und Weihnachtsgrüße könnt ihr uns auch gerne schreiben. Dann schreiben wir zurück. Ja. Also Tobi. Machen wir. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss. Tschüss.